So, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, wie ich finde, sehr spannenden Projekt, bei dem sich heute alles um Hardware dreht. Genauer gesagt um PC-Hardware. Und für all diejenigen unter euch, die sich ebenfalls, ja, jetzt in absehbarer Zeit ein Gaming-PC zulegen möchten, könnte das ganz interessant sein. Zumindest dann, wenn der Preisbereich bis 1000 oder in diesem Fall sogar dank der GPU-Preise knapp über 1000 Euro recht interessant ist. Dann könnte das Video etwas für euch sein. Und wir haben jetzt hier als allererstes ein kleines Unboxing, denn wir schauen uns die Hardware für die entsprechenden Systeme einmal genauer an. Erwähnen sollte man noch, dass wir hier zwei Systeme zusammenbauen. Das eine soll ein WQHD Gaming PC werden und das andere ein Full HD Gaming System, bei dem das eine System, also für WQHD Gaming, ein komplett neuer Build wird aus komplett neuer Hardware anno 2022, und das Full HD Gaming System ist sozusagen ein Hybrid aus 50% neu und 50% Rebuild aus bereits bestehender Hardware. Das System ist quasi komplett auseinandergenommen, gereinigt und wird dann mit neuer Upgrade Hardware sozusagen wieder zusammengebaut. Und für welche Hardware wir uns hier entschieden haben, das werden wir uns jetzt im Unboxing anschauen, und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zum PC-Build 2022. Ich möchte hier zwei PC-Systeme zusammenbauen. Einmal haben wir hier ein, ja, nennen wir es mal ein Rebuild, 50% neu, 50% schon aus bestehender Hardware, die jetzt ungefähr 2-2,5 Jahre alt ist. Was hier neu ist, ist das ASUS ROG Strix B550 Board. Wir haben hier den Ryzen 5 5600X. 6 Kerne, 12 Threads, eine TDP von 65 Watt und ja, dank ARM4 Sockel auch eine hohe Kompatibilität. Gefühlt ist der ARM4 Sockel auch schon, nämlich, keine Ahnung, gefühlt 10 Jahre am Markt, übertrieben gesagt. Das ganze System soll nachher an einem AOC Gaming Monitor 75 Hz mit Full HD Auflösung betrieben werden, 24 Zoll. Von daher geht auch hier nochmal die GeForce GTX 1650 Super voll in Ordnung. Gerade jetzt ganz interessant, weil die 1650 Non-Super-Karten gerade wieder so ein bisschen die Pilze aus dem Boden schießen. Da sollte man allerdings berücksichtigen, dass die Non-Super ungefähr 30-40% langsamer sind als die Super-Karten. Allerdings sind die gerade im Angebot. Ich tue mich mit den aktuellen Grafikkartenpreisen schwer, davon günstig oder von Angeboten zu sprechen. Ich meine, 255, 260 Euro für diese 6050 Non-Super sind eigentlich trotzdem noch, auch wenn sie verhältnismäßig günstig sind, immer noch überzogen. Und wenn ihr Pech habt, ich weiß nicht, wie das jetzt mit denen ist, ich habe jetzt, glaube ich, nur eine von KF2 gesehen bei Mediamarkt. Von den normalen 1650er Karten gab es damals ja auch welche mit GDDR5 und GDDR6 Speicher. Wenn ihr da den älteren Speicher gefunden habt, dann habt ihr einfach Pech gehabt. Habt ihr natürlich nochmal ein bisschen weniger Leistung. In diesem Sinne haben wir aber hier eher ein Rebuild, ein eher RGB-lastigeres Design mit den T-Force, mit dem Phantom Gaming 16 GB Kit. Und die 400 Watt Be Quiet sind auch wirklich hart an der Grenze, muss ich ganz ehrlich sagen, in Kombination mit der GeForce und dem Ryzen. Ist aber auch okay.
Und auf der anderen Seite haben wir den Gegenspieler so ein bisschen. Das ist aber ein komplett neues System. Während ich hier noch das Shakun TG5-Gehäuse habe, das einmal komplett auseinandergenommen ist, was ich wieder komplett im Rebuild neu konfigurieren und zusammenbauen werde. Auch mit LED-Stripes ist es versehen, das wird alles komplett neu angeordnet. Haben wir hier eher so ein bisschen konservativ das Pure Steel, komplett ohne RGB. Und dieses Gehäuse hat auch, man könnte sagen, ein Kritikpunkt. Was wir hier zum Beispiel beim TG4 nicht haben, beim TG5 nicht haben, Entschuldigung, ist einmal hier oben haben wir den Gehäuseschacht. Für das Be Quiet-Netzteil haben wir hier oben verbaut, während wir das hier unten verbaut haben. Warum ist es ein Nachteil? Beziehungsweise es kann ein Nachteil werden. Denn das Netzteil, was oben quasi hier in der oberen Front verbaut wird, hat natürlich jetzt folgende Eigenschaft. Der Lüfter vom Netzteil zeigt jetzt quasi nach unten und das Netzteil möchte jetzt quasi die warme Luft nach unten pusten, während die warme Luft aus den Komponenten von Grafikkarte und CPU quasi, aber wie warme Luft nun mal nach oben steigt, quasi entgegenwirkt. Das heißt, das Netzteil pustet warme Luft nach unten und bekommt aber warme Luft von unten gegen und das sammelt sich letztendlich alles oben am Netzteil, was nicht so günstig ist. Hier letztendlich ist es aber, oder ich sehe es jetzt hier noch nicht als wirklich großes Problem, denn wir haben mit dem Intel Core i5 12400F, F ganz wichtig, in diesem Fall ohne iGPU verbaut, haben wir auch einen 6-Kerner mit 12 Threads, also quasi den kompletten Gegenspieler zum Ryzen 5 5600X und der auch genau eine TDP von 65 Watt und das ist eigentlich ja, für auch den normalen Boxkühler vollkommen okay. Also ihr braucht hier keinen Alpenföhn oder keine Wasserkühlung. Könnt ihr natürlich machen, ist hier aber eigentlich von der TDP, von der Wattaufnahme her zu vernachlässigen. Die GeForce RTX 3060 Ti, ja, die genehmigt sich ja schon mal etwas mehr. Die kann mit Sicherheit auch schon mal etwas wärmer werden. Allerdings sehe ich jetzt auch noch nicht hier so das ganz große Problem. Wenn ihr natürlich mit einem, keine Ahnung, i9 12900K und einer 3080 Ti oder einer 3090 hier operieren wollt, dann würde ich euch klar davon abraten. Nicht nur von dem Gehäuse, sondern auch von jedem, wo oben das Netzteil verbaut ist, weil dann kann es schon wirklich unangenehm werden, wenn die warme Luft sich oben am Netzteil sammelt. Aber wie gesagt, hier sehe ich das noch nicht zum großen Problem. Allgemein bin ich mit den Shakun-Gehäusen eigentlich sehr zufrieden, von der Bauweise her, vom Platz. Außer hier, das kann ich euch dann nachher auch nochmal kurz zeigen, wenn wir den PC zusammenbauen. Da ist dann quasi eine Nische sozusagen, eine kleine Nase, aus der quasi die SATA-Kabel kommen. Und je nachdem, wie die auf dem Mainboard halt angeordnet sind, kann das dann schon mal unangenehm gerade an den Fingernägeln werden. Das ist aber der einzige Punkt, wo ich sage, okay, da ist es nicht ganz so komfortabel. Was den Airflow betrifft, von den Temperaturen her war ich nie unzufrieden mit dem Shakun TG5. Hoffe auch, dass das jetzt bei dem Pure Steel da nicht großartig anders wird. Ja, ansonsten haben wir zweimal 16 GB DDR4 RAM verbaut. Hier haben wir auf der Seite ein B660-Chipsatz, das Asus Prime. Leider ist es das KD4. Ich hätte gerne das AD4 gehabt, denn das AD4 hat vier RAM-Bänke. Hier haben wir jetzt nur zwei RAM-Bänke. Ich werde es jetzt leider selber nicht testen können, da das AD4 leider genau wie andere schon leider ausverkauft war in dem Online-Shop. Und ich habe aber von einigen Quellen schon gehört, dass bereits bei den Alder Lake CPUs, also hier bei der 12. Generation, das Quad-Channel gar nicht so vom Vorteil ist, wenn es auf Performance geht, sondern dass auch hier der Dual-Channel gegenüber dem Quad-Channel vollkommen ausreicht. Es ist im Prinzip ein solides Board, gehört eher zu den günstigeren Vertretern im Bereich 130 Euro, 125, 130 Euro. Das AD4 wäre nochmal 20 Euro ungefähr teurer gewesen, so um die 150 Euro. Ansonsten, ja, ist es nichts Besonderes. Während wir hier eher so diesen RGB-Bling-Bling-Kram haben, haben wir hier so ein bisschen eher das Understatement-Modell. Und mit dem System wird anders als hier auch nachher eher WQHD-Gaming betrieben. An einem Acer 32 Zoll, 144 Hz Curved-Monitor. Und da macht dann auch letztendlich die 3060 Ti
mehr sind als die 1650 Super. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem PC-Bild an. Ich nehme euch einfach mal mit und bin schon gespannt, wie die PCs nachher fertig aussehen werden. So, und jetzt kommen wir an einen Punkt, was ich vorhin angesprochen habe, hier mit dieser Nische, mit dieser Nase, wo die SATA-Anschlüsse rauskommen. Ja, das ist schon echt extrem mies. Jetzt habe ich das Kabelmanagement natürlich auch so verpackt. Es ist jetzt hier ähnlich angeordnet wie bei dem MSI Tomahawk, was ich hier vorher drin hatte. Ich habe gehofft, dass das so einigermaßen sich ähnelt, tut es auch, aber das da reinzubekommen, das ist echt ätzend. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, dass das nervt mich richtig. Ansonsten, na komm schon,
Gucken. Zack. Ja, doch, das müsste passen. Das müsste da reingehen. Ah, passt. So, und jetzt brauche ich noch den Vertreter hier. Das war natürlich auch schwierig, den da reinzukriegen. Ah, passt. Nachdem ich jetzt beide Systeme zusammengebaut habe, gönne ich natürlich auch beiden Prozessoren einen kleinen Stresstest, beziehungsweise ich habe ihn einen kleinen Stresstest unterzogen. Wir wollen ja herausfinden, ob der Ryzen 5 5600X oder der Intel Core i5 12400, in diesem Fall ohne iGPU, also noch das F hinten mit dem Kürzel, ob einer von den beiden oder beziehungsweise wer von beiden sich die Mittelklasse-Krone aufsetzen kann. Und um das herauszufinden, habe ich mich dem Cinebench R23 bedient und das Ganze mit Unterstützung des CPU-Z-Tools, beziehungsweise da wir hier bei beiden Systemen noch einen Asus-Board mit an Bord, ja, mit im System haben, habe ich mir auch das Asus-hauseigene Performance-Tool, das Enhanced Performance-Tool, beziehungsweise zur Überwachung von Lüftersteuerung, von Spannung, von Wattverbrauch, das habe ich mir auch noch mit dazu geholt als Unterstützung. Das wird auch ganz interessant, mal gleich zu sehen, welcher Prozessor wie viel Strom verbraucht, bei welchem Takt. Und ja, dann natürlich gucken, wie der Multithread bzw. der Score, der Benchmark-Score aussieht. Welcher denn von diesen beiden jetzt besser performt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, aber das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. So, und dann kommen wir mal zu den ersten Werten. Und bevor wir uns jetzt mit den Cinebench R23 beschäftigen, ja, nehme ich euch einmal ganz kurz mit auf meine, ja, mentale Einstellung, mein Mindset, was ich von Anfang an hatte. Bevor ich als erstes mit dem Ryzen 5 5600X begonnen habe, war Ryzen 5 Zen 3 Architektur. Ein 6-Kerner mit 12 Threads, freier Multiplikator, Party-Modus und gib ihm. Das war so ziemlich meine Einstellung, die ich hatte. Und hey, boy, ich war in meinem Element, war im BIOS drin und ja, hab erstmal ein bisschen rumgetweakt, hab den Multiplikator, die Ratio erst auf 40 gesetzt, also auf 4 GHz, dann 42, dann auf, ich meine, was war, 44, also 4,4 GHz und am Ende 4,6 GHz. Und dann hatte ich mir noch das, die Loadline-Kalibrierung hatte ich mir nochmal angeschaut, beziehungsweise die, die Voltzahlen des Prozessors, Lüftersteuerung. Und ich war in meinem Element, ich habe, glaube ich, die Benchmarks so 4-5 Mal gestartet
Und habe aber als erstes gedacht, okay, wir fangen mal klein an, machen mal mit 4 GHz auf allen 6 Kernen. Das ist ja letztendlich auch das, was der i5 12400F bewerkstelligt. Und dann schauen wir uns das einmal hier genauer an. Mit 4 GHz auf allen 6 Kernen haben wir einen Wattverbrauch von 43,5 Watt. Der Lüfter dreht mit unter 2000 Umdrehungen. Wir haben 64 Grad. Und wir sehen oben links schon in CPU-Z, dass wir so knapp über 4300 Multithread-Punkte haben. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissend, was der i5 macht, habe ich mich dann einfach mal so Stück für Stück vorgekämpft. Und das habe ich fortgeführt, bis wir ja dann mehr oder weniger bei der von AMD maximalen Taktrate von 4,6 GHz auf allen 6 Kernen angelangt sind. Und hier bei 4,6 GHz Maximaltakt, da ist dann die Spannung auch schon auf über 1,2, fast 1,3 Volt. Wir haben einen Multithread-Score von 4964, haben mittlerweile auch schon fast die 80 Grad erreicht. Ich habe die Tests übrigens immer 10 Minuten laufen lassen und nach 10 Minuten habe ich dann exakt einen Screenshot gemacht, um einen Vergleich herzustellen. Wir haben übrigens, das sehen wir in der TPU in der Mitte, ein Plus von 24% im Gegenüber dem Basistakt. Das ist schon eine richtige Hausnummer, wie ich finde. Auch eine Hausnummer ist die Wattzahl. Sie war, das kann ich euch sagen, immer schwankend zwischen 78 und 79 bis 79,5. Meistens war sie aber so um die 78 Watt. Und der Lüfter war aber auch schon dann mit, 2.500 Umdrehungen am Optimum. Die Gehäuselüfter waren ebenfalls auf 100%. So, und nachdem ich diese Werte mehr oder weniger verdaut habe, bin ich darüber in den Cinebench R23 und wollte mal gucken, was in dem Ryzen 5 5600X so drinne steckt. Und hier habe ich, wie gesagt, den Cinebench mehrmals laufen lassen, immer mit verschiedenen Taktraten. Angefangen hatte ich dann mit 4,2 GHz, da waren es 10.893 Punkte, zwischendurch waren es dann auch mal 11.900, dann jetzt hier final mit 4,6 GHz 11.935 Punkte, also nicht ganz die 12.000 Punkte-Marke geknackt. Wieso ich diese 12.000 Punkte-Marke erwähne, dazu kommen wir dann gleich auf jeden Fall noch, denn jetzt sollte der Intel Core i5 12400F folgen. Ja, und im Gegensatz zum Ryzen 5 wirkt der i5 schon eher konservativ, so ein bisschen sachlich. 4 GHz auf allen 6 Kernen. Intel gibt einen Maximaltakt von 4,4 GHz an, der aber, meine ich, nur auf 2 Kernen maximal stattfindet. Bei 4 Kernen wären wir dann noch bei 4,2 GHz und 4 GHz auf allen 6 Kernen. 4 GHz ist aber auch eine stattliche Zahl. Und ganz interessant, wenn wir uns mal jetzt hier das Performance-Tool von Asus anschauen, bei 4 GHz Takt schlägt der Intel mit 58,5 Watt zu Buche. Zur Erinnerung, wir hatten etwas über 43 Watt bei dem gleichen Takt beim Ryzen 5. Und eine Wattzahl bzw. eine Temperaturzahl von 59 Grad. Der Ryzen war zu diesem Zeitpunkt bei 64 Grad, also 5 Grad wärmer. Und während der Lüfter bei dem Ryzen bei ungefähr 1800 gedreht hat, musste hier der kleine Boxkühler vom Intel i5 schon auf über 2100 Umdrehungen gehen. Oben links sehen wir allerdings schon im Multithread-Score bei CPU-Z, dass wir die 4300 des Ryzen eigentlich hier schon pulverisiert haben. 4948. Wer eben gut aufgepasst hat, der sieht, dass das jetzt eigentlich schon fast der Score ist, den wir eben mit dem Ryzen hier in CPU-Z erreicht haben. Allerdings bei 4,6 GHz Takt. Da waren es, glaube ich, 4964. Aber um das genauer herauszufinden, wie leistungsstark wirklich der i5 12400F ist, gehen wir jetzt auch rüber in den Cinebench R23.
Und während ich den Cinebench R23 beim Ryzen, glaube ich, 3, 4, 5 Mal gestartet habe, um jedes Mal mit einem anderen Takt und mit ein paar Tweaks hier und da immer wieder zu neuen Höchstleistungen mich quasi gegenseitig hier hochzutreiben, habe ich den Benchmark mit dem i5 genau ein einziges Mal gemacht und ich bin mit dem Mindset rangegangen, mal schauen, was so geht und wurde dann im Endeffekt, er kam, sah und siegte, zumindest im Cinebench R23, ja, im First Try sozusagen 12.429 Punkte. Das sind über 500 Punkte mehr, oder nicht ganz, 499 Punkte mehr als der Ryzen 5 5600X. Und das ist, wie ich finde, schon, ja, eine ganz schöne Ansage. Natürlich könnte man jetzt noch Dutzende andere Benchmarks laufen lassen. Und da wäre hier und da mit Sicherheit der Ryzen 5 5600X dem i5 auch überlegen. Grundsätzlich lässt sich aber hier schon sagen, und das ist auf jeden Fall für mich persönlich eine große Überraschung, weil ich habe hier schon den Ryzen doch zumindest vorne vermutet, dass Intel aber hier mit den Alder Lake CPUs so gut performt und dass der i5 12.400 hier so gut abschneidet und vor allem im Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe für den i5 179,99 gezahlt und ich habe genau 100 Euro, also 279, für den Ryzen 5 5600X gezahlt. Das sind 100 Euro Unterschied für, ja, praktisch sogar weniger Leistung. Wobei man fairerweise sagen muss, man wird es nachher im alltäglichen Gebrauch, im Spielen oder beziehungsweise, wenn es nicht wirklich CPU-lastige Systeme oder Software ist, wird man es nicht wirklich so krass spüren. Trotzdem ist es, finde ich, überraschend, dass Intel hier wirklich so gut abschneidet. Und damit hätte ich persönlich nicht gerechnet. Aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses ist mir schon jetzt der i5 12400F echt ans Herz gewachsen. Das ist echt eine gute CPU. Was nicht heißt, dass der Ryzen 5 5600X Mist ist. Das will ich damit nicht sagen. Es ist eine tolle CPU und der wird auch immer im System drin bleiben. Jedoch war das in den vergangenen Jahren eigentlich AMDs Stärke. In der Mittelklasse waren sie nahezu konkurrenzlos. Die Wiese war quasi schon gemäht, noch bevor der Prozessor eigentlich in den Händlerregalen lag, weil es eigentlich preis-leistungstechnisch mit 6 Kernen und 12 Threads kaum Konkurrenz gab. Und hier war es so, dass bei Mittelklasse-PCs bis 1000 Euro, was bei vielen von euch ein sehr beliebter Bereich ist, dass da in den vergangenen Jahren eigentlich fast ausschließlich nur Ryzen-CPUs zum Einsatz kamen. Aber spätestens jetzt mit dem i5 12400 und 12400F natürlich, hat sich das oder könnte sich das meiner Meinung nach ändern. Und wenn ihr mich fragt, zu welchem Prozessor ihr jetzt greifen solltet, beide sind gut. Ich bin mit dem Ryzen durchaus zufrieden, aber aufgrund der Performance und vor allem des Preisunterschieds, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass aktuell die Ryzen CPUs so ein bisschen im Preis fallen und die B550 Boards im Gegensatz zu den B660 Boards bei Intel sind tendenziell nochmal ein bisschen günstiger. Also man kann diesen Aufpreis vom Ryzen so ein bisschen abfedern, wenn man natürlich ein günstigeres B550 Board kauft. Ob man das jetzt machen sollte, sei mal dahingestellt. Aber wenn man noch ein bisschen wartet und zumindest die Preise im Blick behält, dann kann sich auch früher oder später der Ryzen wieder lohnen, weil, ja klar, so mega dominant ist dann der i5 jetzt nicht gegenüber dem Ryzen, aber es ist auf jeden Fall ein Ergebnis, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Und gerade der i5 12400F jetzt in Verbindung mit einer RTX 3060 Ti, das war ja das Bild, was wir für den WQHD Gaming-PC zusammengestellt haben, können wir uns jetzt nochmal einen kleinen Benchmark anschauen, denn ich habe auf beiden Systemen, also auf meinem Full-HD-System, das RTX, beziehungsweise mit dem Ryzen 5 5600X und der GTX 1650 Super, habe ich ebenfalls Horizon Zero Dawn installiert und jetzt können wir uns mal einen sehr, ja, hinkenden Vergleich anschauen. Aber gerade das, was ich vorhin auch gesagt habe mit den 4 GB VRAM, das sieht man jetzt hier zum Beispiel in den Benchmarks nochmal ganz deutlich. Wir haben in Horizon Zero Dawn in Full HD
alles auf Super gestellt. Und hier werden dann schon 4,3 GB VRAM erforderlich. Und mit 4 GB läuft der quasi schon über. Es hält sich in Grenzen, also hier noch. Also Bild- und Grafikfehler halten sich hier Gott sei Dank noch in Grenzen. Es kann aber zukünftig und auch in anderen Spielen noch deutlich krasser werden. Also hier sollte man dann schon mal die ein oder andere Einstellung, meistens reicht es schon, wenn man die Schatten ein bisschen runterstellt, um hier dann vorzubeugen. Beim Benchmark selber mit der GTX 1650 Super haben wir aber in Verbindung mit dem Ryzen 5 5600X 57 FPS im Average und das bei vollem Anti-Aliasing, Ultra-Settings in Full HD ist vollkommen okay, es ist vollkommen spielbar für ein Singleplayer-Game. Mit dem i5 12400F in Kombination mit der RTX 3060 Ti. Auch da haben wir alles auf Full HD und in Ultra-Settings, in quasi maximalen Einstellungen und da haben wir 115 FPS im Average. Und da sieht man auch, die 8 GB VRAM werden also hier nur mit knapp über 50% belastet. Das ist natürlich dann schon der deutliche Vorteil und die zukunftssichere Variante, wenn ihr euch aktuell für eine Grafikkarte entscheidet. Also wer auch eine relativ vermeintlich günstige 1650 Non-Super irgendwo bei Saturn oder Mediamarkt liegen sieht, für ein Einsteigersystem kann man es mal vielleicht machen, aber ich würde es euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich bin mit den beiden Systemen absolut zufrieden. Ob man mit dem Preis zufrieden sein kann, knapp 1300 für den einen, knapp unter 1000 für den anderen. Sei mal dahingestellt, die GPU-Preise, ich hoffe, sie sinken weiter. Das ist ansonsten für uns Gamer echt ein Trauerspiel. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick verschaffen. Für heute soll es das gewesen sein. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.